Hallo zusammen, heute habe ich für euch den Maxifi MB 2350 von Canon. Das ist ein Multifunktionsdrucker mit Scanner, Kopierer und mit Faxgerät. Wie ihr schon an den Abmessungen sehen könnt, ist der Drucker sehr groß und benötigt sehr viel Platz. Hierzu habe ich jetzt mal einen Zollstock und ihr seht schon, er ist in der Breite über 40 cm breit und in der Tiefe nochmals so um die 35 cm und nach oben hin sind es knapp 35 cm. Hier oben habt ihr ein Farbdisplay mit 7,5 cm Bilddiagonale. Hierüber könnt ihr den Drucker sehr gut konfigurieren. Ich schalte jetzt den Drucker mal ein, da können wir uns dann das Display anschauen. Das heißt, hier habt ihr jetzt die Funktionen Kopieren, Scannen, Fax und Cloud. Benutzerdefinierte Profile, auf USB-Stick zugreifen, WLAN einrichten und hier dann noch verschiedene Einstellungen zum Drucker. Und mit der Taste kommt ihr wieder zurück ins Hauptmenü. Ich habe jetzt hier mal eine Druckvorlage und will die jetzt kopieren. Habt ihr ihn über LAN angeschlossen oder über WLAN, könnt ihr auch über ein Webinterface den Drucker ansteuern. Hier ist das Webinterface und hier könnt ihr sehen, wie viel Tinte noch vorhanden ist. Hier könnt ihr verschiedene Dienste ein- und ausschalten und auch das Handbuch aufrufen. Schauen wir uns den Drucker mal genauer an. Vorne Display und Bedienelemente. Hier die Scan-Einheit. Hier die Klappe für die Tintenpatronen. Und hier zwei Papierfächer mit jeweils bis zu 250 Blatt Papier. An der Seite haben wir noch ein USB-Port, das heißt, hier könnt ihr noch einen USB-Stick anschließen, um direkt davon zu drucken, beziehungsweise, wenn ihr den Scanner benutzt, direkt vom Scanner auf den USB-Stick speichern. Auf der Rückseite haben wir nochmal einen USB-Port, und zwar Typ B. Das heißt, hier wird dann das USB-Kabel zum PC angeschlossen. Dann haben wir noch RJ45, das heißt LAN und zwei Anschlüsse für die Telefonleitung, das heißt zum Faxen. Zum Schluss noch ein paar technische Daten zum Drucker. Hierbei handelt es sich, wie gesagt, um einen Multifunktionsdrucker mit vier separaten Tintenpatronen und ihr könnt bis zu 23 Seiten pro Minute ausdrucken. Die Druckauflösung beträgt 600 x 1200 dpi und der Scanner arbeitet mit 1200 x 1200 dpi. Der Drucker hat zwei Kassetten für jeweils 250 Blatt Papier. Dann hat er noch Einzelblatteinzug und Duplex natürlich, das heißt, ihr könnt auch doppelseitig drucken oder scannen. Angeschlossen wird der Drucker über USB oder über WLAN oder über die RJ45-Buchse. Ihr könnt auch direkt vom Smartphone oder Tablet ausdrucken. Hierzu müsst ihr nur die passende App auf dem Gerät installiert haben. Das war's dann wieder mal von mir. Bis zum nächsten Mal.